So, Freunde, nächste Runde, letzte Runde. Predictions geht weiter mit den Damen. Die Damen machen den Abschluss. Wir haben drei Klassen auf der Agenda, Martina. Und bevor wir starten, nochmal kurzer Reminder. Code Olympia im Garnicus Shop, 20% auf alles außer Whey und Kreatin. Unterstützt die Reise. Wir gehen rein, starten mit Figure. Ich will es jetzt nicht nach Rangliste irgendwie ordnen, aber es ist wahrscheinlich aus deutscher Sicht trotzdem die interessanteste Frauenklasse. Wir haben drei deutsche Teilnehmerinnen. Ja, Wahnsinn, ja. Jennifer Zienert, Lena Rahnsteiner, Nadine Huber. Mhm. Und haben ein Line-Up, wo man wahrscheinlich als Experte jetzt sagen würde, die meisten starten wieder. Ja. Und es wird auch sehr schwer, vor allem in diese Top 5 reinzustoßen, aus deutscher Sicht. Ja, es ist ganz... Ich habe jetzt hier, muss ich dazu sagen, keine Top 5 oder irgendwie sowas, aber wenn ich mir die Top 5 von letztem Jahr angucke und so ein bisschen im Gehirn, im Kopf wühle, dann sind das eigentlich fast Athletinnen, die sehr schwer zu schlagen sind. Also eine Sydney Gillen brauchen wir nicht von reden. Also die wird dieses Jahr zum... 20. Mal? Nee, aber nein, 8 nein, oder so, 7, 8. Ja, 7 hat sie schon, oder? Ich ja, 7, 8, ja. Sowas. Also die ist halt einfach der Goldstandard in der Klasse. Ja. Mit Recht, würde ich sagen. Ich finde das auch irgendwo ein gutes Zeichen, weil sie ist jetzt keine Athletin, die mit brachialer Härte überzeugt hat, einen guten Flow. Sie präsentiert sich unfassbar gut, selbstsicher, langsam, grazil. Ja. Und das ist es für mich eigentlich. Genau. Also ich glaube, also weder die Sydney noch auf Platz 2 die Jessica noch die Lola Montes auf Platz 3. Also wenn man da in diese Riege einbrechen will, da muss schon fast ein Wunder geschehen. Also machbar ist das natürlich immer, das ist ja aber ganz klar. Aber du musst halt, es reicht nicht 5% besser zu sein, vielleicht reichen 10 auch nicht. Ja. Du musst schon dominieren. Ja. Ja. Wir hatten ja erst das Aufeinandertreffen. Ich weiß nicht genau, bei welchem Wettkampf es war. War es Kanada? Bin mir unsicher. Amerika, Lena Rahmsteiner gegen Jessica Reyes. Mhm. War sie schon auf jeden Fall konkurrenzfähig. Auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Aber man hat halt schon gesehen, die Jessica Reyes ist da jetzt nicht umsonst die letzten Jahre so weit oben gewesen und ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Mhm. Finde ich super überraschend, wie frisch die noch aussieht im Körper. Natürlich, wenn du jetzt die Schminke wegmachst, da wird es jetzt bei einigen Athletinnen erschrecken wahrscheinlich. Ja gut, ich meine, das zählt ja nicht. Ich meine, dazu hat man ja Styling. Auf der Bühne und auch, ich rede jetzt wirklich so rein von der Physik. Ja. Es ist unglaublich frisch und die wird auf jeden Fall über 40 sein. Ich will mich nicht festlegen, aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr 20. Das ist ein gutes Statement. Ja. Kommt mal in nichts rein. Ja, also die beiden, die sind schon wirklich outstanding, muss man sagen. Also, und auch auf Platz 3, die Lola Montes, die ist auch... Das ist ja quasi eine Sydney Gillen Light, kann man sagen. Genau, also die matchen schon auch sehr gut. Das ist, da wird die Linie halt auch fortgeführt. Also diese, wir werden nicht einmal so, einmal so, einmal so, sondern es ist konstant. Und selbst auf Platz 4, die Cherish Richardson, schmale Taille, Eieruhrfigur, ist auch eine sehr schöne Athletin. Also... Du hast halt zwei Möglichkeiten wahrscheinlich als Figurathletin. Entweder du führst den Stil weiter oder du kommst mit was ganz außergewöhnlichem Neuen und bestichst damit. Das ist jetzt, so wie es aussieht, einfach dasselbe, was fortgeführt wird. Erstmal so als Standard der Figurklasse. Genau. Und ich sehe jetzt halt am ehesten noch verhandelbar die Platz 5, Natalie. Mhm. Ist schwierig, sie ist auch etabliert auf diesem Platz schon, unter diesen Top 5, 6 Athletinnen, aber da, ich meine, wenn man jetzt so richtig einen Schwung mitnimmt, weil man sich dauerhaft gut platziert hat oder weil man schon eine sehr im Kopf der Kampfrichter sehr etablierte Athletin ist und nicht alles immer in Stein gemeißelt ist, finde ich, ist das eine Platzierung, wo man am ehesten diskutieren kann, ob man da jemand Neuen mal reinnimmt, wenn sie die Lücke lässt. Also ich meine... Geht bei 5 bis 6 los, hätte ich auch gesagt. Ich hätte wahrscheinlich eher die Grenze bei 6 gesetzt, dass ab 6 losgeht, aber 5 ist zumindest schon mal, es geht in dem Bereich. Wir hatten letztes Jahr die Jennifer Zienert mit einem 8. Platz. Ja. Und bis zu ihrem letzten Wettkampf, das hatten wir auch schon im Podcast gesagt gehabt, hätte ich gesagt, Lena Rahmsteiner geht mit mehr Momentum in diesen Mr. Olympia, nach ihrer ganzen Wettkampfhistorie, diesem kleinen Wettkampfmarathon, den sie gemacht hat. Dann kam aber dieser, also zumindest für uns überraschende Start von der Jennifer Zienert, den sie auch dominant dann einfach gewonnen hat, so den Wettkampf. Und
was ich so gesehen habe an Form-Updates jetzt von der Lena, musste ich ein bisschen umswitchen. Also da war so mein Eindruck, es wurde nicht konserviert, es wurde so ein bisschen wieder schwächer, weicher, kurz vor Mr. Olympia, und sehe jetzt wieder die Jenny eigentlich eher weiter vorne. Also in diesem, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich ja gesagt, die Lena hat ja dieses, was du sagst, Momentum, dass sie halt gerade voll im Run ist, aber die Jennifer braucht es vielleicht gar nicht, weil sie ja sowieso im Gedächtnis der... Das ist halt die Frage, wie schnelllebig ist das, wie präsent bist du noch vom letzten Olympia? Ich fand es trotzdem ein sehr cleverer Move. Unbedingt. Sie hat ja das Standing noch nicht gehabt, deswegen war es auf jeden Fall clever. Aber ich weiß nicht, ob das der Jennifer geschadet hätte, wenn sie das jetzt nicht gemacht hätte, glaube ich noch nicht mal. Aber jetzt hat sie halt doppelt. Also sie hat das vom letzten Mal plus jetzt aktuell den Sieg. Ja. Mhm. Sie ist von der Struktur her halt schon ein bisschen anders als die Athletin, die, also zum Beispiel die Siegerin. Das stimmt. Sie hat halt diese... Also, ja, sag ich es mal, extreme Härte ist natürlich Quatsch im Frauenfigur, aber im Vergleich zur Siegerin bringt sie halt schon diese Muskelreife, diese Härte mit. Sie hat andere Attribute, die sie auszeichnet. Auf jeden Fall. Und das ist ja genau das, was man sagt. Ab 5, 6 geht es so los, dass diese anderen Attribute in Anführungszeichen gewertschätzt werden und wo man einfach dann damit auch überzeugen kann. Davor musst du halt das haben, was eine Sydney Gillen hat. Das kann aber keine Lena Hamsteiner, keine Jennifer Zinner und auch keine Nadine Huber bringen, was die Sydney Gillen hat. Und das kann auch nicht der Weg sein, das zu versuchen zu kopieren, weil du hast die Physik nicht, du hast die Mittel nicht. Dann musst du das bringen, was einfach dich auszeichnet. Dein eigenen Look. Dein Stil. Ja, ja. Und das sieht man ja auch, dass das gewertschätzt wird. Also ein achter Platz beim Mr. Olympia in der Figurklasse, auch super dicht besiedelt. Großes Line-up immer. Ja. Das ist ja ordentlich. Und ich sehe Jenny tatsächlich auch weiter vorne als 8 dieses Mal. Auf jeden Fall. Ich denke, ja gut, man sagt immer First Callout, kommt ja darauf an, wie viele sie da hinstellen. Wenn ich jetzt von einem 6er First Callout ausgehe, sehe ich Jenny da dieses Jahr drin. Ja. Auf jeden Fall. Und ich sehe Lena, letztes Jahr Platz 14, sehe ich dieses Jahr auf jeden Fall in der Top 10. Ja. Wenn sie zumindest ungefähr die Form abliefert, die sie jetzt bei den Wettkämpfen hatte. Da ist ja auch die Frage, was passiert die letzten 2, 3 Wochen nochmal. Ja. Da kannst du ja auch nochmal was wegmachen. Kann ja auch vielleicht genau richtig gewesen sein, nochmal ein bisschen... Den Druck rauszunehmen, und dann nochmal anzuziehen, weil das ist ja auch so eine Sache, die man immer im Hinterkopf behalten muss. Du hast eine Saison angefangen vor 4 Monaten, aber dein Tag X ist eigentlich Mr. Olympia. Ja. Wie konservierst du das jetzt ordentlich? Und vor allen Dingen bei einem Frauenkörper, da reden wir nochmal von was ganz anderem. Und wir hören es ja jetzt bei den Männern reihenweise, wie der Körper reagiert nicht mehr und all solche Sachen. Da arbeitet mal mit Frauen, da guckt ihr euch um. Geht da nur noch um Nadine Huber? Wir hatten das ja auch schon in vorigen Podcasts angesprochen gehabt, dass die Hackordnung zumindest dann bei Nadine so sehr klar ist, wenn jetzt nicht was richtig Besonderes passiert. Da bin ich auch immer froh, dass die Athletin selbst einem da jetzt nicht sauer ist, weil sie selbst so einschätzt, dass sie einfach von den Deutschen wahrscheinlich eher die dritte und nicht die zweite oder die erste ist. So sehe ich das auch. Ich denke trotzdem, dass sie die Mittel hat, auch jetzt, nachdem sie nochmal gewonnen hat, die Quali für nächstes Jahr ist schon safe, dass sie definitiv von Haus aus die Mittel mitbringt, um platziert zu werden dieses Jahr. Also es ist auf jeden Fall eine Athletin, die gesehen wird, die die Kriterien erfüllt, und da muss man dann einfach schauen, wie sie in diesem Feld, wen sie da, ich sage jetzt mal, wegmachen kann, und das ist dann tagesformabhängig. Ja, aber du siehst schon auch, wenn da alles richtig läuft, sie hat auch eine Härte, gerade von hinten. Unbedingt, der Hintern. Rücken ist stark, also die kann da schon auf jeden Fall reinstoßen in den Top 16. Und ich denke auch, alles, was dann da von nach vorne geht weiter, ist jeder Platz ist ein absoluter Erfolg. Also ich glaube, also Top 16 bin ich auch auf jeden Fall. Und je dichter es dann an die Top 10 geht, desto mehr Erfolg ist es auf jeden Fall. Ja, auch so. Da werden wir morgen auf jeden Fall mehr hören, weil wir fahren morgen früh Las Vegas Zeit direkt zu Nadine Huber. Und fragen Sie mal, was sie so sieht, wie sie sich selbst einschätzt, ist ja auch immer spannend. Gibt da ja Leute, die immer Ansagen machen. Gibt Leute, die das sehr realistisch einschätzen. Und da sehe ich sie eigentlich schon eher auf der realistischeren Seite. Ja. Das war Figure. Gehen in die Wellness. War ich ein bisschen überrascht, weil ich habe hier 2 Seiten Wellness. So viele Athleten sind es. Athletinnen, Entschuldigung. Gendern, wo Gendern nötig ist. Ja. Und haben da aber ein ähnliches Problem wie auch in vielen anderen Klassen. Wir sind bei Mr. Olympia. Wir haben eine Top 5, Top 6, die wieder vor Ort und präsent ist. Und auch da ist es ja so, du musst erstmal was liefern, du musst die Verbesserungen vorbringen, um da
reinzustoßen. Genau. Also um ehrlich zu sein oder realistisch, haben wir bis Platz 12 alle Athletinnen vom Vorjahr wieder am Start. Vielleicht kurz, Lisa Maiswinkel ist da natürlich unsere Athletin für Deutschland. Die kommt nachher für ein Interview. Also direkt nach der Prognose Frauen haben wir eigentlich Lisa Maiswinkel und können auch sie fragen, wie sie sich selbst einschätzt. Meiner Meinung nach ist stark verbessert zu letztem Jahr. Ja. Auch nochmal abgerissen, hat sich direkt letztes Jahr in Rumänien die Qualifikation für dieses Jahr eigentlich geholt, hätte nicht mehr starten müssen, hat dann aber gesagt, ja, wenn wir sie fragen, was der Hintergedanke war, vielleicht hat sie mit ihrem Partner und mit ihrem Coach, also es ist eine Person in dem Fall, entschieden einfach nochmal sich zu präsentieren, ein bisschen was auszuprobieren, am Look ein bisschen zu feilen. Das ist ja auch eine Klasse, die besonders ist. Ganz besonders, ja. Wo man, ich will jetzt nicht sagen, nicht genau weiß, wie das da gejudged wird. Mhm. Man weiß, glaube ich, mehr als bei der Bikini. Es ist halt irgendwie so Bikini-Oberkörper und ein Unterkörper, den es in keiner Klasse so gibt. Genau. Da musst du genetisch prädestiniert sein, sonst kannst du in dieser Klasse nicht stattfinden, ist ganz klar. Und du musst halt wirklich immer schauen, wo ist denn der aktuelle Trend und wo bin ich mit meinem Körper in diesem Trend. Und ich glaube, das ist somit der Hauptgrund, warum es da besonders, also es macht immer Sinn, aber da besonders Sinn macht, sich dem Feld so oft wie möglich zu stellen. Das, ich meine, hat viele gesundheitliche Faktoren und so weiter, aber ich meine jetzt rein aus sportlicher Sicht, sich dem Feld so oft wie möglich zu stellen, um den Kampfrichtern, besonders mal den wichtigen Kampfrichtern, die Möglichkeit zu geben, dich in dem Feld einzusortieren. Ja, definitiv. Wir haben aber eine amtierende Siegerin, Mehrfachsiegerin, Franzia Matosch aus Brasilien. Immer gewonnen, wenn es so lange es die Klasse gibt. Wir haben übrigens auch eine zweite Athletin, die Matosch mit Nachnamen heißt, die Marcella Matosch, ich weiß nicht, ob die verwandt oder verschwägert ist, mit der Erstplatzierten. Ja, das habe ich gesehen, genau. Sehe ich hier gerade nur, wie ich es angucke. Vielleicht die kleine Schwester. Wer weiß. Und haben die Isabel Nunesch auf Platz 2, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon drüber gesprochen gehabt. Wäre jetzt nicht der verkehrteste Zeitpunkt gewesen, da den Switch zu machen? Reden wir dieses Jahr drüber dann nochmal. Reden wir dieses Jahr drüber. Ich sehe sie vorne, habe sie letztes Jahr auch schon vorne gesehen, ist für mich ein bisschen zarter, ein bisschen femininer nochmal. Mhm. Und ja, die Franzia Matosch, muss man sagen, ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Hat auch schon Kinder, glaube ich. Also ich habe das fast schon so verstanden, als wäre die abgetreten. Ist sie nicht, ist wieder dabei. So, musst du erst mal schlagen. Die kommt mit dem Bonus. Ja. Den Bonus, den du dann hast, ist ja beispielsweise auch schon, dass du deutlich mehr Zeit bekommst, dich zu präsentieren. Wir sehen das bei einem Seabum. Genau. Der hat eine Kür von 4 Minuten. Andere müssen nach 90 Sekunden werden runtergescheucht. Ja. Bei einer Sydney Gillen, die braucht allein eine Minute, bis sie vorne Center Stage ist. Es ist natürlich cool, wenn das jemand richtig schön macht, dann nimmt dich das mit. Ja. Aber du siehst schon den Unterschied. Ja, ist eigentlich auch berechtigt. Man muss den... Du musst den Champ schon deutlich schlagen. Wo das herkam, weiß ich nicht, weil du kannst ja trotzdem einfach auch 3% besser sein und gewinnen, aber der Bonus ist definitiv da. Ja, und wir reden ja von einer Showveranstaltung und eine mehrfache Wellness-Olympia, die darf schon auch mal ein bisschen... Ist es eh. Also wir haben halt einfach keinen Ballsport, wo du im Tor schießt und einen Touchdown machst und dann ist ganz klar, jemand hat gewonnen. Das wird bewertet, subjektiv von Judges. Und je länger du da im Gedächtnis bleibst, weil du einfach dreimal so lange nicht präsentiert hast, das ist ein Vorteil. So. Haben dann noch weitere Athletinnen, die mit dabei sind. Ja, auf Platz 3 letztes Jahr, die Liza Alcantara, die... Ja, muss man auch erstmal schlagen. Das ist die Dominikanerin, glaube ich. Ja. Und eine Rayan Vogel. Ja, aus Brasilien. Auch stark. Auch eine Giselle Mercado war auch gut. Genau, das sind ja alles diese Brasilianerinnen, Südamerikanerinnen und so weiter, wo man früher gedacht hat, die kann man überhaupt nicht schlagen. Ja. Und da ist jetzt, da finde ich, das Unfassbare passiert, dass eine Athletin nicht nur aus Europa, sondern direkt aus Deutschland, die wirklich geschafft hat, also ich kenne ja die Lisa, seit sie das erste Mal bei uns auf der Bühne stand, wenn mir das einer mal gesagt hätte, also ich meine, die hat schon immer dieses Verhältnis gehabt, aber dass sie mal den Look hinbringt, wie diese ganzen, sag ich jetzt mal, die man früher so als Wellness da von der NPC im Kopf hatte, diese Extreme, dass sie so einen Look mal hinzaubern würde, also brutal. Da ist in einem Jahr auf jeden Fall unfassbar viel passiert und ich sehe trotzdem auch in der Klasse wieder so bei 4, 5, 6 den Cut, wo du reinstoßen kannst. Ja. Und ich sehe Lisa First Callout. Auf jeden Fall. Und nicht First Callout 10 Athletinnen, sondern First Callout 6. Ja. Da sehe ich Lisa definitiv dieses Jahr.
Das kann sie backuppen mit der Physik. Auf jeden Fall. Und da ist sie auch, was das Momentum angeht, auf jeden Fall jetzt an einem richtigen Punkt, weil sie hat abgeliefert. Sie war nicht nur in Europa, sie war auch in den USA. Und die haben die jetzt auf dem Schirm. Ja. Da kommst du nicht mehr dran vorbei. Den Ruf hast du dir erarbeitet. Das ist das, wovon man immer spricht. Du musst dich präsentieren, du musst dich zeigen. Ja. Die müssen wissen, wenn du auf die Bühne kommst, das ist die und die. Genau. Das ist ja der einzige Hintergrund, aus dem man das macht, dass man nicht mehr auf die Bühne läuft und sagt, wer ist nochmal 16? Ah, ich gucke auch 14, weil 14 ist Terence Ruffin jetzt beispielsweise in der Classic Physik. Genau. So. Und in einem Line-Up von, keine Ahnung, gefühlt 25.000 Athletinnen. Das sind auch 40. Dass man dann erstmal drüber schaut und dass du erstmal einem ins Auge stichst, das hat sie jetzt nicht mehr. Sie wird gesehen. Mhm. Und wenn man, ich meine, diese Ansicht in Vorderseiten, da hat sie in keiner Ansicht irgendwas, wo man sagen muss, oh, die muss sie kaschieren. Also sie sieht von der Rückenansicht, finde ich, fast perfekt aus, wenn man das sagen darf. Also ich will nicht übertreiben, jetzt sagen wieder deutsche Brille, aber ich finde, sie hat wirklich eine super Rückenansicht und sie steht super in der Front. Sie präsentiert sich gut, ich wenn sie rauskommt. Sagen, sie ist da. Ja. Sie ist online. Ja. Sie ist online. Ja, ja. Was man nicht von jedem Athleten immer sagen kann. Also nee, da muss der Router auf jeden Fall vorher resettet worden sein, weil sonst kann es sein, dass der eine nicht unter Strom steht. Ja, und da muss ich echt sagen, ich kann mich ja noch an die Zeiten erinnern, wo wir als einzige Athletin die Regiane da Silva hatten, die Deutschland vertreten hat. Und jetzt sind wir hier stärker bei den Frauen als bei den Männern. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und jede Einzelne ist ja eine Top-Athletin. Das ist ja ein Luxus, den wir haben dieses Jahr. Das ist ja wirklich unfassbar. Und wir reden hier von Athletinnen, die mit, also manche mit nur ganz bisschen Glück und manche mit ein bisschen mehr Glück, alle sich in den Top Ten oder gar noch weiter vorne platzieren können. Und das ist doch eine absolute Schau, finde ich. Da muss man sich auch mal drüber freuen. Ja. Also ob man jetzt die Fanbrille auf hat oder nicht, muss man sich einfach auch mal freuen, dass es bei uns da vorwärts geht. Wir schimpfen immer über mehr Pro-Cards, Pro-Cards. Ist zu viel, ist zu viel. Ja. Aber Pro-Card haben, wenn man das jetzt so salopp sagen möchte, kann jeder. Ja. Aber bei Mr. Olympia stehen mit Möglichkeiten auf eine Top-10-Platzierung, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Und wir sind da bei einigen Athletinnen jetzt dort, dass das fast schon safe ist. Also, dass eine Jennifer Zienert Top 10 wird, ist safe. Ja. So eine Lena eigentlich auch. Ja. Auch bei einer Lisa Maiswinkel ist eigentlich klar. Ja. Und da geht es ja dann nur noch darum, wie weit geht es nach vorne. Genau. Und früher hat man immer gesagt, ja, die Amis, die haben ja auch so viele Athleten. Ist doch klar, dass da so viele vorne platziert sind. Das geht doch auch nur, wenn man viele Pro-Cards vergibt. Ja, klar, natürlich. Bringt uns zur Bikini-Klasse. Auch wieder eins der gestecktes, ich glaube, das ist das gesteckt. Ich habe jetzt Men's Physik, habe ich nicht. 64 waren es, glaube ich, Men's Physik. Ja, und Bikini? Ah, das weiß ich nicht, aber es wird nicht ganz so viel sein. Geht so Richtung 60, hätte ich gesagt. Also wenn ich es jetzt so grob überschlage, sage ich dir ehrlich, habe ich keine Ahnung, gucke ich natürlich drauf, was ist letztes Jahr passiert. Genau so machen wir es. Wir haben Lisa Reit auf jeden Fall am Start. Auf jeden Fall. Lisa Reit, wo man letztes Jahr noch so von nicht mal Dark Horse sprechen konnte, wo es vielleicht auch ein bisschen glücklich war, dass sie sich qualifiziert hat, muss man dieses Jahr sagen, die Verbesserungen sind so, dass sie auf einen Wettkampf fährt und gewinnt. Ja. War Indien, da hat sie die Quali geholt, dann ist sie aber weiter auch nochmal und hat da gezeigt, sie kann da auch international mithalten und bestehen. Und das ist auch schon wieder ein Fortschritt zu letztem Jahr. Ja, unbedingt. Und den wird man wahrscheinlich auch dieses Jahr in der Platzierung sehen. Wir haben aber, so ehrlich muss man sein, halt wieder ein Feld von Athletinnen, die teilweise auch schon gewonnen haben dort. Ja. Eine Arnold auch gewonnen haben. Ja. Und da sind wir halt, weiß ich nicht, Ashley Kaltwasser, das ist ja so der Evergreen. Die kann ja irgendwie zwischen Top 3 und Top 15 alles kann werden. Kann die alles, ja. Also die musst du auf dem Schirm haben, de facto. Auf jeden Fall. Also auch da ist es so, dass vom letzten Jahr von den Top 15 nur drei nicht am Start sind. Das heißt also, wenn es nach der Form vom letzten Jahr geht, wären praktisch drei neue Plätze zu vergeben. Natürlich fällt da immer mal jemand raus und jemand Neues rutscht rein. Gerade in der Bikini-Klasse ist da das Feld sehr eng. Und da ist, wenn wir mal ehrlich sein, auch ein bisschen mehr subjektiv als in der Figurklasse. Da kannst du schon eher, also ich sage jetzt mal so eher Unterschiede sehen als sportlich interessierter Laie. Ja. In der Bikini-Klasse wird es schon ein bisschen schwieriger. So, der Klut oben und der Klut unten und so. Ja. Deswegen, also irgendwann wirkt es auch zurechtgerückt, so ein bisschen. Ja, das meinte ich jetzt genau. Ja. Deswegen ist es da noch ein bisschen schwieriger zu sagen, warum tut man jetzt einen ein bisschen nach vorne. Es wird dann hinterher erklärt und dann kann man sagen, ach so, ja, so war's. Ja, aber hätte es aber auch
genauso gut andersrum sehen. Genau. Ja. Und ich habe auch übrigens gelogen, es sind weniger als 60 Athleten. Ich glaube also, so 40. Ich okay, habe noch eine Seite Wellness aus Versehen mit reingemogelt. Okay. Und mir ist es im ersten Moment nicht aufgefallen. Das spricht natürlich auch nicht für mich, was die Szenekenntnisse in der Klasse angeht. Aber wie gesagt, wir haben Ashley Kaltwasser, wir haben eine Maureen Blanquisco, genau, eine Laura Lee Chapados, wir haben eine Angelica Teixeira, Elisa Pichini, genau, Ivana Eskandar, Amy Lee Delgado. Genau. Grüße an Martin Hahn, das ist sein Tipp übrigens für den Sieg dieses Jahr. Die Jennifer, Jennifer Dory ist ja raus. Ja, genau, die ist. Das ist die amtierende Siegerin. Genau. So, das heißt, der Titel ist vakant, dementsprechend. Und er sagt die Amy. Er sagt, die Amy gewinnt dieses Jahr. Ich würde Martin auf jeden Fall Know-how in der Bikini-Klasse nachsagen wollen. Er hat ja selbst eine Profiathletin in der Klasse. Er hat eine Profiathletin in der Wohnung. In der Wohnung? Im gemeinsamen Haus mittlerweile. Bedeutet, rein theoretisch, ist er da definitiv kompetent. So, und da geht es eigentlich nur noch darum, wo ordnen wir jetzt in dem Feld die Lisa rein. Weil die Lisa kommt auch mit Momentum. Die Lisa kommt verbessert. Die Lisa ist jemand, der sich super präsentieren kann. Und die auch diese Tipps, die so ein Tyler Mannion dann in diesen Videos mal kurz kundtut, also muss man nebenbei erwähnen, wenn dich der Tyler mal irgendwie 3 Minuten in einem Video erwähnt und über dich spricht, da hast du schon alles geschafft. Ja, dann weiß er, wer du bist. Genau. Und wenn er über deine Haare nur noch meckert, dass die ein bisschen zu lang waren, da bist du auf einem Niveau, wo du konkurrenzfähig bist und wo auf du jeden Fall weit vorne placen kannst. Und Lisa, das habe ich schon mehrfach gesagt, sie kommt ja aus dem Bauchtanz. Bedeutet, ja, wenn du ihr sagst, mach mal ein bisschen Arsch rein und ein bisschen Bauch wieder zurück, dann kann die das umsetzen, on the fly, wo andere Leute erstmal damit beschäftigt sind, nicht wieder hinzufallen mit den Stöckelschuhen. Da ist sie da, das hat sie im FF drin und das unterscheidet sie schon mal von sehr vielen anderen Athletinnen. Stimmt. Man muss nur sagen, es hieß auch schon mal, touch too much, also ein bisschen zurücknehmen. Es ist halt kein Bauchtanz. Genau. Das ist halt. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber sie ist ja so ein Funken, also so wie so eine Wunderkerze sprudelt sie ja über. Da ist ja mit Zurücknehmen ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja. Yeah. Letztes Jahr nicht geplaced. Aber dieses Jahr safe. Ich sehe sie dieses Jahr auf jeden Fall placen. Bedeutet, ja, Top 16 ist für mich eigentlich 100. Ist, also, ist für mich Fakt. Ja. Und Top 10 würde ich mir wünschen. Ja. So. Sind wir dabei. Wo ich bei einer Nadine noch sagen würde, wenn sie Top 10 ist, dann kann sie hier eine Runde schmeißen. Ja. So. Ja. Das ist so sehr überraschend. Bei einer Lisa würde ich sagen, wenn Lisa Reit Top Ten ist, wäre das für mich nicht überraschend. Genau. Sehe ich auch so. Ja. Aber wir sind uns einfach zu viel einig. Müssen wir doch nochmal zum... Vielleicht kann ich noch irgendwas irgendwie mir überlegen, was ich droppe, was so ganz, ganz kontrovers ist. Aber es ist wir halt... haben schon beim Open Bodybuilding waren wir ja schon kontrovers. Ja, es ist ja jetzt auch... Es ist halt so, wie es ist. Du kannst es halt auch nicht absichtlich irgendwie noch brisanter machen, als es ist. Wir reden immer noch von einem Showsport, wie du gesagt hast. Wir reden immer noch davon, dass Judges bewerten, die natürlich versuchen, neutral zu sein, aber trotzdem immer auch subjektiv sind. Und wir reden davon, dass wir einen Head-Judge haben, der die Callout so hinstellt, dass eigentlich jeder Blinde weiß, wie nachher die Platzierungen sind. Genau, der einfach nur die Platzierung abschreiben muss. Wir haben noch die Ivan. Alles gut. Die Gesundheit, die habe ich auf jeden Fall definitiv Top 10. Ja. Die ist auch immer irgendwie mit dabei. Ja. So. Aber dadurch, dass zumindest ein paar nicht dabei sind, dass du verbessert kommst als Lisa, das spricht schon eine deutliche Sprache, es auch auf jeden Fall irgendwie in die Richtung wieder zu bekommen, dass du eine Top 10 Athletin in der Bikini-Klasse hast. Was heißt Lisa? Wir hatten noch gar keine. Wollte ich gerade sagen, das ist der absolute Wahnsinn. Letztes Jahr auf der FIBO. Dieses Jahr auf der FIBO, letztes Jahr. Es war dieses Jahr auf der FIBO. Es ist schon, hey, es ist 6 Monate her, das ist für mich schon zwei Leben. Ja. Da habe ich die Valeria Amirato gesehen. Mhm. Erstmal habe ich überlegt, wer ist das überhaupt? Ach so, ja, ich kenne sie schon so lange. Ich auch, aber ich war erst so, das Gesicht kenne ich. Dann habe ich so gesehen, Sci-Tech, so, Sci-Tech stand. Dachte ich so, okay, passt. Da tue ich sie hin. Und dann war erst so, okay, es ist Valeria Amirato, war klar. Seit ich stand bei Miss Olympia für Deutschland. Ja. Crazy. Ja. So, was ist eigentlich mit Valeria Amirato passiert, war so dann meine Frage. Aber hatten wir schon mal eine Bikini-Athletin, aber danach und davor und so gut wie Lisa? Finde ich schade, weil das läuft mir zu arg unter Radar, dass so eine gute Bikini-Athletin bei uns, die noch dazu super nahbar ist, super total authentisch, umgänglich, lieb, fleißig. Ja. Lisa, kannst du, wann soll ich kommen?
dann ist sie da. Das wird mir viel zu wenig gewertschätzt. Aber da bin ich gespannt. Dieses Jahr auch wirklich, ich war ja mal so ein Stück weit auch nicht der Verfechter der Frauenklassen, habe mich da so ein bisschen dran gestört, dass das halt so langwierig war alles. Aber dieses Jahr freue ich mich, weil wir halt einfach auch sehr, sehr gute deutsche Athletinnen mit dabei haben. Alle mit sehr viel Potenzial für gute Platzierungen und da blicke ich echt mit Vorfreude drauf. Auf jeden Fall sind die Daumen gedrückt für unsere Frauen. Ja. Und damit sind wir eigentlich fertig mit den Prognosen für dieses Jahr. Men's Physik machen wir nicht. Dann schmeißen wir wieder die Klonmaschine hinter der Bühne an und gucken, was bei rauskommt. Genau. Fitness super, super klasse vom athletischen Anspruch her. Ja, Wahnsinn. Aber halt die, mehr, sich letztes Mal verletzt mehr Tonerei als. Ja, logisch. Das ist auch die so wird's auch gewertet. Hälfte der Wertung, genau. Ja. Das ist halt immer das Traurige. Das ist so ein athletischer Anspruch, dass die halt in so einem Zwiespalt zwischen ich muss hart sein und ich muss da aber noch Höchstleistungen vollbringen in einem Zustand, wo jetzt der Körper eigentlich nicht dafür gemacht ist, um jetzt da noch irgendwelche Salti zu machen. Und vor allen Dingen, man muss es ja die ganze Diät über, muss man ja hardcore die Kür üben. Mhm. Und das heißt, das machst du die ganze Zeit schon in diesem Zustand. Und oft ist es so, dass wenn die schwerer sind, diese ganzen diese Akrobatikteile noch gar nicht üben können, weil sie dafür noch zu schwer sind. Und erst in der fortschreitenden Diät, wenn der Körper sowas gar nicht mehr machen soll, dann müssen die hardcore diese Küren üben. Und da, wie gesagt, ich habe ja mal mit der Reggiane das Silber zusammen gewohnt, da ist es uferlos, was die machen müssen. Uferlos in einem ausgehungerten Körper. Ja, da musst du eigentlich dir die Frage stellen, warum passiert da nicht mehr? Ja, also genau. Du bist geschockt, wenn sich dann jemand das Kreuzband reißt von 15 Athletinnen. Aber eigentlich ist es so auf einem Level, dass da sich ein Drittel verletzen könnte. Und es wäre nicht überraschend. Ja, in dem ausgezehrten Zustand über die Birne springen, über die Bühne springen, es ist schon sehr, sehr gefährlich. Und auch deshalb verdient so eine Klasse noch mehr Beachtung. Aber die ist diesmal wieder dabei. Die ist wieder dabei, ja. Also die regenerieren sich auch schnell. Mhm. Ja. Aber freue ich mich drauf. Habe ich jetzt keinen Tipp, freue ich mich aber drauf. Ja. In diesem Sinne war das die allerletzte Prognose für dieses Jahr. Dann kommen wir zur Realität. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen in dem Rahmen, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Ereignisse und Vorkommnisse aus der Realität, die wir bewerten können, weil wir es gesehen haben, ohne Rätsel raten zu müssen. Und da freue ich mich drauf. In diesem Sinne war es das für dieses Video. Code Olympia, 20% auf alles außer Whey und Kreatin. Unterstützt die Reise und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.